Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Garymedatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online. Es ist ein Wunder, findet ihr nicht? Elegant, gründlich, zeitlos. Einst fand ich Freude darin, die Vollkommenheit dieses Reichs zu studieren. Doch inzwischen zieht jede Umdrehung des großen Zahnrads den Schraubstock in meiner Brust nur noch enger. Sagt mir, seid ihr gekommen, um die Geheimnisse von Fürst Seth zu enträtseln? Darf ich euch belästigen? Denn schließlich seid ihr auch auf der Suche. Trotz all meiner Gelehrsamkeit fand ich keine Möglichkeit, meiner misslichen Lage zu entkommen. Bis auf eine. Jemand aus meinem Orden hat ein entsprechendes Experiment durchgeführt. Doch dafür hat man diese Person aus dem Kreis der Uhrwerkapostel ausgestoßen. Ihr müsst sie für mich finden. Ferrari Helladrin war ihrer Zeit voraus. Die Angst sorgte für ihre Verbannung, nicht der Verstand. Inzwischen begreife ich das. Bitte sucht sie. Sagt ihr, dass ich alles wieder in Ordnung bringen werde, wenn sie mir das Leben rettet. Es gibt niemanden im Orden, an den ich mich wenden kann. Sie ist meine einzige Hoffnung. Ferrari ist schon sehr lange fort, doch ihr unglückseliges Experiment brachte eine dauerhafte Unordnung in das große Ablaufmuster. Seine Bewegungen sind chaotisch, aber nicht vollkommen unvorhersagbar. Wenn man ihm folgt, liefert einem das womöglich einen Hinweis auf ihren Verbleib. Wir waren einige von Tamriels besten und klügsten Magiern. Sota Sil lud uns in die Stadt der Uhrwerke ein, um an seinen Experimenten teilzunehmen und von den größten Geistern in der gesamten Schöpfung zu lernen. Man hat uns viel zu lange uns selbst überlassen. Wir brauchten dringend Ordnung, Vorschriften. Wir glaubten, sie hätte sich mit Mächten eingelassen, über die allein der Gott der Uhrwerke selbst gebieten sollte. Eine rückwärtsgewandte und gefühlsgeladene Antwort, wie man sie wohl von Anhängern einer weniger erleuchteten Gottheit erwarten würde. Es war beschämend, ihre Notizen zu vernichten und ihre Ideen zu meiden. Ferraris ehrgeizige Experimente sorgten dafür, dass ein Faktotum außer Kontrolle geriet. Es legte einen Teil der Messingfeste in Schutt und Asche, ehe es seinen Amoklauf im Reaktorbezirk fortsetzte. Wir konnten seine Bewegungen nachvollziehen, indem wir seiner Schneise der Zerstörung folgten. Ganze Zeitalter, Sucher. Zu viele Sandkörner aus dem Stundenglas haben sich in diesem bescheidenen Leib gesammelt. Sie haben sein Innerstes immer weiter zerrieben. Ich glaube nicht, dass es noch lange dauern wird, bis ich Teil der Unbewegten werde. Es gibt immer noch so viel zu sehen. Und somit haben wir eine neue Quest bekommen hier in der Uhrwerkstatt. Die komplexeste Maschine. Die werden wir heute erledigen und müssen jetzt als erstes mal jemand suchen gehen. Dafür müssen wir in den Reaktorbereich. Dort muss man sogar kämpfen. In der Stadt selber gibt es also NPCs, die man angreifen muss. Und hier sind wir an dem Punkt. Hier geht es in den Bereich hinein. Und jetzt suchen wir mal diese Ferrari. Und hier sind dann auch schon Faktoten, die angreifen. Hier hat es ein bisschen vom Sound geruckelt, das wird aber jetzt gleich besser. Das ist jetzt hier nur mal gerade kurz beim Starten von dem Campen. Und hier finden wir auch schon das erste. Das sind Notizen von Ferrari. Sie erzählt uns hier also, was sie gemacht hat. Und da sehen wir auch schon was Wichtiges. Vergib mir Bolin. Und Bolin wird gleich noch eine Rolle spielen, wenn wir gleich bei ihr sind. Wenn wir ein bisschen mehr verstehen, worum es geht. Wenn ihr schon mal wissen wollt, was sie denn so gemacht hat, dann lest das einfach in Ruhe durch, drückt kurz auf Pause. Das ist also so die erste Information,
die wir über ihre Experimente bekommen. Was hat sie für Experimente gemacht? Was wird sie gleich für ein Experiment wohl auch wiederholen? Und von daher ist das hier mal ganz interessant zu hören. Ihr werdet es jetzt gleich aber auch sehen. Also, kämpfen wir uns hier jetzt mal weiter durch. Das war erstmal genug zu ihren Notizen. Auf geht's, die nächsten Vertotens killen. Jetzt ist die Frage, wo sind denn auch welche? Da vorne sind auch noch zwei Kreise, die wir für die Quest durchsuchen müssen. Und ja, da sind noch ein paar Faktoten. Genau, da müssen wir lang. Faktotum, Faktoten. Müsste eigentlich richtig sein, oder? Ich weiß es nicht genau, ob ich das von der Mehrzahl her passend sage. Aber wir probieren es einfach mal. Ne? Muss ja auch mal sein. Ein bisschen Sprachfehler dürfen auch dabei sein. Muss ja ein bisschen Spaß machen. So, jetzt räume ich hier mal ein bisschen schneller auf. Dauert aber alles zu lang. Jedes einzelne dauert nervig lange. So, und da ist auch schon die nächste Information. Irgendwo hier müsste sie sein. Oh, hier kann man sogar in der Stadt looten. Oder eher gesagt, Crafting-Material abbauen. Runensteine. Mitten in der Stadt, warum auch nicht? Audio-Anomalitäten registriert. Oh, da sind mal ein paar andere Gegner. Raptoren. Sieht ja fast aus wie in Jurassic Park hier. Ja. Und es gibt eine kleine Blitzexplosion, einen kleinen Stromschlag. Damit haben wir die auch. Und schnell noch hier die Unbeziefer killen. So. Die brauchen wir nämlich auch für eine Errungenschaft. Ausrüstung von Faktotum finden wir hier. Die Zähne dieses Zahnrads wurden... Okay, das ist auch schon ziemlich kaputt. Aber scheint auf jeden Fall ein Hinweis zu Terrari zu sein. So, ich glaube, hier müssen wir gar nicht lang. Wird geheilt, hilft aber nichts. Ich mache mehr Damage, als die heilen können. Sehr schön, auch wieder platt. Ja, hier sind wir falsch. Hätten wir vorher schon abbiegen müssen. Ah ja, da liegt wieder was. Was ist denn das? Ein ausgeschlachtetes Faktotum. Okay, verbogene Feder. Was macht die denn hier für Experimente? Hier drin will sie wohl sein, oder soll sie sein, Himmelsbrücke. Aha, jetzt müssen wir hier oben lang. Wenn ihr noch nie hier oben wart, hier ist auch eine Himmelsscherbe, deshalb guckt genau hin, damit ihr auch die Himmelsscherbe findet. Weil sonst kommt man nicht oft nach hier oben. Das ist eigentlich nur die Quest, die einen hier hochführt. Und vom Raid aus kann man, wenn man in den falschen Raum geht, auch hier hochkommen. Aber ansonsten ist man eigentlich gar nicht auf dieser Himmelsbrücke hier. Aber für die Quest kommen wir jetzt wenigstens mal hin. Ja, einiges ist hier freizuräumen. Ich würde sagen, das kürzen wir mal wieder ab und gehen sofort mal zu dem Raum, wo Terrari denn jetzt ist. Ansonsten sind das nämlich hier nur irgendwelche Kisten und Gegner, die wir weghauen müssen. Da vorne kommen noch ein paar mehr. Und geradeaus wäre dann auch die Himmelsscherbe, wenn ihr hier seid. So, jetzt sind wir auch vor der Tür und jetzt erfahren wir endlich, was sie hier in dem Laboratorium so macht. Da steht sie auch schon. Erstmal wieder Kisten plündern. Und los geht's. Wer seid ihr? Gebt mir einen guten Grund, warum ich euch nicht auf der Stelle in Staub verwandeln sollte. Er will was? Nein, auf keinen Fall. Das Experiment hat mich alles gekostet, was mir am Herzen lag. Ich war eine Närrin, es zu versuchen. Gerade Sovor sollte das nur allzu gut wissen. Das Einzige, dem ich ein Ende machen will, ist Bolins Leiden. Ihr wollt die Sache richtigstellen? Helft mir, seine Seele aus diesem Maschinengefängnis zu befreien. Tut dies und vielleicht, nur vielleicht, wäre ich bereit, diesen Irrsinn in Betracht zu ziehen. Entfernt den schwarzen Seelenstein aus seinem faktoten Körper und bringt ihn mir zurück. Er wird sich gegen euch wehren und als diese Maschine ist Bolin außerordentlich gefährlich. Während seines letzten Anfalls hätte er mich fast umgebracht. In der Zwischenzeit gebe ich Sovor Bescheid, aber ich kann nichts versprechen.
Mein Geliebter, als ich noch ein Apostel war. Er wurde bei einem Unfall tödlich verletzt. Er hatte keinerlei Überlebenschance, doch das konnte ich nicht akzeptieren. Ich war doch erleuchtet. Also rettete ich sein Leben, indem ich seinen Geist in ein Faktotum übertrug. Bolins Bewusstsein übernahm das Faktotum, aber die Erfahrung veränderte ihn. Er hatte immer einen wilden und schaffenskräftigen Geist, den ich in ein kaltes, starres Gefängnis steckte. Dieses halb erstickte Dasein war mehr, als er ertragen konnte. Es trieb ihn in den Wahnsinn. Mehr als sicher. Jeder Augenblick, den er noch länger in dieser mechanischen Hülle zubringen muss, ist die reinste Tortur für uns beide. Beschädigt aber bloß nicht den schwarzen Seelenstein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht recht, ob ihr das überhaupt könntet, aber seid einfach vorsichtig. Bolins Stimmungsschwankungen sind unvorhersehbar. In seinen seltenen wachen Momenten versuche ich, ihn zu erreichen, aber ganz gleich, was ich auch tue, am Ende scheine ich ihn immer wieder nur in eine Raserei hineinzuversetzen. Wenn ich ihn so sehe, dann wünsche ich mir, ich könnte es ihm nicht vorwerfen, wenn er mich umbringt. Ich weiß es nicht. Ich täte nichts lieber, als ihn in 1000 Stücke zu zerschlagen, aber es gibt keine Garantie, dass das Bolins Seele erlösen würde. Ich war so darauf fokussiert, dieses Faktotum zu finden und aufzuhalten, dass ich nie wirklich darüber nachgedacht habe, was danach kommen soll. Schwarzer Seelenstein aus einem Faktotum holen, da ist Bolin wohl drinne. Sie hat also irgendwie eine Geistesübertragung gemacht. Und hier die geheime Stimme des Faktotums. Ein relativ dickes Buch, auch wieder sehr technisch, auch wieder sehr über die Uhrwerkstatt sehr viel. Und über die Experimente. Also wenn ihr das lesen wollt, ja, habt ihr jetzt 8 Seiten zu lesen. Viel Spaß damit. Ich blätter die hier mal gerade ganz langsam durch. Oh, sind 7. Und damit sind wir auch hier fertig. Wir müssen jetzt Bolins Körper finden. Der Geist ist ja übertragen worden. Moment, die beiden hier habe ich schon gelesen. Muss ich jetzt mal kurz ausklicken. Librarian Add-on kann ich nur empfehlen, wenn ihr gerne lest. Dann ist das das Beste, um nachzuvollziehen, was man schon fertig hat und was nicht. Oder gelesen hat oder was nicht. So, und auf geht's. Wir porten natürlich wieder schnell hin. Wir müssen nämlich jetzt wieder die ganze Himmelsbrücke lang. Und dann ist er wieder unten in dem Bereich dieser Bolin-Körper. Und hier sind wir dann auf Richtung. Auf der Minimap sehen wir schon, irgendwo hier soll er sein. Wow. Was für ein Kampf. Ich bin mal gespannt, ob ich das nächste Champion-Level dadurch erreiche. Ich glaube aber weniger. Ja, da ist Boli. Okay, der spricht wirklich ziemlich menschlich oder elfisch, je nachdem, wie man es sehen will. Da scheint also ein Geist drin zu sein. Und er freut sich, er hat jetzt Ruhe und da haben wir schwarzer Seelenstein. Okay, den bringen wir jetzt wieder hoch zu Terrari. Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem, wir müssen wieder zur Himmelsbrücke, wir müssen wieder hochlaufen, wieder die ganzen Mobs auf dem Weg weghauen. Da oben müssen wir wieder hin, ich kürze das wieder ab und da sind wir auch schon wieder. Es ist also viel Lauferei, die Quest. Etwas staubig, aber sonst ist die Ausrüstung in Schuss. Wir brauchen nur das Gefäß. Dann kann es losgehen. Sind Sie das? Sind Sie wieder da? Die Welt fühlt sich so schwer an. Terrari meinte, ihr wärt losgegangen, um einen schwarzen Seelenstein für meine Prozedur zu holen. Bringt ihn zu ihr, wenn ihr ihn habt. Ich will keinen Augenblick länger als nötig in diesem versagenden Körper mehr bleiben. Das hier lässt so viele unangenehme Erinnerungen hochsteigen. Bitte sagt mir, dass es euch gelungen ist, Bolin zumindest ein bisschen Frieden zu schenken. Das ist wenigstens etwas. Ich habe zugestimmt, mein Experiment erneut durchzuführen, mit Sovo als Versuchsobjekt. Wenn ich erfolgreich bin, hat er versprochen, den Orden zu ersuchen, mein Exil zu beenden.
Auch wenn mir das kaum gleichgültiger sein könnte. Ich will nur, dass das hier vorbei ist. In Wahrheit brauche ich Sovor ebenso sehr, wie er mich braucht. Ich glaube, ich kann Bolinds Seele nur gefahrlos aus dem Edelstein extrahieren, wenn ich ihm im Gegenzug etwas Gleichwertiges anbiete. Wer weiß, ob ich jemals wieder ein freiwilliges Testsubjekt finde. Kann ich auf eure Unterstützung zählen? Ich hätte euch gern in der Nähe, falls es bei Sovor zu einer ähnlichen Reaktion wie beim Experiment mit Bolin kommt. Legt den Schalter um, sobald ihr bereit seid, die Übertragung zu beginnen. Ich behalte von hier aus die Ausrüstung im Auge. Worauf wartet ihr noch? Jeder weitere Moment, den wir warten, schafft nur einen Anreiz für den Tod, mich hinfortzureißen. Der will also wirklich übertragen werden in das Faktotum dort? Na dann wollen wir ihnen mal nicht im Wege stehen. Mal gucken, ob das hinhaut. Es hat begonnen. Jetzt wäre wohl Zeit zum Beten. Ich vertraue auf Fürst Seens Gebote. Beobachtet, lernt, wendet an. Vertraut auf seinen großen Entwurf. Ja, wie her sie ist, diese Ordnung. Ifre, ich kann fühlen. Danke. Ich kann fühlen. Es hat geklappt. Bitte, bitte lass es geklappt haben. Ich kann nicht atmen. Ich atme nicht. Stattdessen suche und klicke ich. Es ist gar nicht so anders. Alle Zahnräder treiben den Mechanismus an. Entfernt man eines aus der Reihe, und mag es noch so klein sein, führt dies zu einer Fehlfunktion. Ohne euch beide würde ich nicht mehr länger existieren. Wie versprochen, werde ich für Terraris Wiederaufnahme in den Orden sorgen. Alle Zahnräder treiben den Mechanismus an. Die Suche nach einem tieferen Verständnis der Welt fortsetzen. Das war schon immer mein Daseinszweck. Und ich war nie besser dafür geeignet. In dieser Form kann ich genauso unermüdlich arbeiten wie Fürst Seth selbst. Mir ging es nie besser. Mir wird es vielleicht nie mehr besser gehen. Ich bedauere nur, dass ich diese Selbstverbesserung nicht schon früher an mir vorgenommen habe. Der Orden lag fest damit, Terraris Genie zu leugnen. Ich muss diesen Fehler berichtigen. Es gibt einen Ort, an dem ein Zustand nicht als ungewöhnlich erachtet werden würde. Die Anstalt Sanctorium. Der örtliche Nervenarzt dort kann meine Psyche wohl am besten einschätzen. Eine stabile Übertragung wird eine sehr willkommene Neuigkeit darstellen. Man wird sie von vielem überzeugen müssen. Von meiner Authentizität, von meinem Zustand und von Terraris Wiederaufnahme. Habt Vertrauen, dass ihre Mängel behoben werden. Hat wohl ganz gut geklappt. Jetzt mal mit ihm hier sprechen. Ich mag zwar nichts fühlen, aber es kümmert mich auch nicht. Ist er das? Ist das wirklich mein Bolin oder sind das nur seine Überreste? Wird er mich hassen? Wird er mich überhaupt wiedererkennen? Ich kann nicht. Ich kann das nicht tun. Ich kann ihm nicht unter die Augen treten. Ich weiß, es ist besser, als es nicht zu wissen und sich ständig mit der Frage zu quälen, aber hab Dank, dass ihr dem ein Ende gemacht habt. Ich brauche einen Moment. Ich glaube nicht, dass Bolin noch viel Zeit bleibt. Und damit ist die Quest auch schon geschafft. Gewundener Ersatzriemen. Wir kriegen einen schweren Gürtel. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, ist auch Ausdauer drauf. Wird wohl also weiterverkauft werden. Stromschlag-Set. Bolin, bist du das? Sprich mit mir. Ich muss wissen, dass du es bist. Bitte. Terrari, wann sind wir so alt geworden? Jetzt ist es soweit, oder? Ja, du bist nun frei. Mich reut der Schmerz, den ich brachte. Genug Tränen, Liebling. Wir werden noch rosten.
Da ist ein schönes Lächeln. Habt ihr gesehen? Bolin! Das war er. Er wirkte wieder unversehrt. Oh ja, er scheint gut damit fertig zu werden. Oder zumindest fällt sein Wahnsinn etwas gedämpfter aus. Keine Angst. Ich werde auf ihn aufpassen und dafür sorgen, dass er nicht in irgendeinen gewalttätigen Zustand verfällt. Er hatte so lange leiden müssen. Ich bin froh, dass sein Dahinscheiden ein friedliches war. Ich muss einfach darauf hoffen, dass er die gleiche wunderschöne Seele bleibt, als die ich mich an ihn erinnere, wo immer er nun auch Ruhe findet. Und nicht dieser gequälte Geist, den ich in dieser Maschine sah. Ich hatte mich weitestgehend damit abgefunden, dass meine Strafe kein Ende finden würde. Ich weiß nicht, ob ich schon daran glauben kann, dass sich am Ende nun doch noch alles fügt. Ich werde lieber noch eine Weile vorsichtig bleiben, als zu viel Hoffnung aufkeimen zu lassen. Ich werde es versuchen. Ich hatte schon lange keinen Grund zum Feiern mehr. Ich bin aus der Übung. Das wird ein bisschen Arbeit erfordern. Sova scheint überzeugt, dass die Urweg-Apostel einen Verstand wie den meinen brauchen. Ich werde nicht gespannt darauf warten, bis die anderen das auch so sehen. Ich werde ihm eine Weile Gesellschaft leisten. Zumindest so lange, bis ich von seiner geistigen Stabilität überzeugt bin. Und danach? Das vermag ich wirklich nicht zu sagen. Vielleicht liegt es an Sovos Vertrauen auf Sotasils Weisheit oder seiner Bereitschaft oder seinem tieferen Verständnis der Wandlung. Oder vielleicht ist er auch nur besser dafür geeignet. Bolin war kein Urweg-Apostel und ich habe diese Entscheidung für ihn getroffen. Das war ein selbstsüchtiger Fehler. Ich bin eins mit Fürst Seths großem Entwurf. Ich spüre meinen Daseinszweck in meinem innersten Wesenskern. Und damit sind wir für heute auch schon durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo und dann bis demnächst. Bye, bye. A serpent lights the ancient sky, a thread of tainted stars.